Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es endlich meinen Lesemonat für den Dezember 2018 und der kommt natürlich sehr, sehr spät, denn wir haben schon Februar. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber mein Jahr 2019 begann auf jeden Fall mit allerhand Krankheiten, weswegen mein Drehplan komplett durcheinander geraten ist. Ich versuche das Ganze jetzt aufzuholen und beginne mit diesem Lesemonat. Der Dezember begann mit Teufelsweiber von Carina Herr. Ich habe euch hierzu schon eine Einzelrezension abgedreht, denn ich bekam das Ganze als kostenloses Rezensionsexemplar zur Verfügung. Gestellt. In diesem Buch porträtiert Carina Herr 100 sehr unterschiedliche, beeindruckende Frauen. Das sind zum einen Frauen, die große wissenschaftliche Erfolge feierten, Frauen in Machtpositionen, Künstlerinnen, aber auch Verbrecherinnen und solche, die sich durch besondere Grausamkeit ausgezeichnet haben. Damit wollte Carina Herr den gängigen Klischees in Bezug auf Frauen widersprechen und das ist ihr meines Erachtens gut gelungen. Sie hatte eine sehr interessante Auswahl getroffen. Für mich war es eben auch besonders spannend, dass diese Frauen sehr, sehr unterschiedlich sind, dass wir es also nicht nur mit Frauen zu tun bekommen, zu denen wir aufsehen können, die wir uns als Vorbilder nehmen können, sondern eben auch solche, die sich durch sehr, sehr grausame Taten oder ihr grundsätzlich kriminelles Leben einen Platz in diesem Buch ergattert haben. Und das gefiel mir einfach. Es war immer eine schöne Mischung zwischen den positiven und negativen Beispielen. Das hat es für mich deutlich aufgelockert, genauso wie auch die Sprache, die Carina Herr hier wählt. Sie hat eine humorvolle Art, diese Kurzbiografien zu erzählen. Zuweilen wird der Humor dabei ein bisschen plump und flapsig, aber über weite Teile hinweg gefiel er mir wirklich gut und hat auch dazu geführt, dass ich mehr als ein Porträt am Stück lesen wollte. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie gut Carina Herr das gesamte Leben einer einzelnen Person in etwa 3-4 Seiten abhandeln kann, dabei niemals langweilig wird und trotzdem sehr, sehr viele Fakten verpackt. Und mir dann eben noch Lust machte, über die eine oder andere Frau noch weiter zu recherchieren, noch mehr Details zu erfahren. Also das hat mir gut gefallen. Mir hat das Buch einiges beigebracht. Ich habe viele Frauen kennengelernt, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe, was ich sehr, sehr schade finde im Nachhinein. Aber umso schöner, dass mir das Buch diese Frauen etwas näher bringen konnte. Und so war das eine sehr schöne Leseerfahrung und ein Buch, das irgendwie ein positives Gefühl bei mir hinterlassen hat. Ich habe euch in meiner Insta-Rezension schon erzählt, dass ich mich mit der Covergestaltung und auch mit dem Titel selbst nicht so richtig anfreunden kann. Es gefällt mir einfach nicht, aber der Inhalt hat mich überzeugt und so bin ich sehr, sehr froh, dass ich dem Buch eine Chance gegeben habe. Anschließend beendete ich dann den dritten Teil der Harry Potter Reihe als Hörbuch, gelesen von Felix von Manteuffel, und zwar Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und es gibt einfach viele, viele Punkte, die ich an diesem Band besonders mag. Das ist zum einen der erste Ausflug nach Hogsmeade, den Harry und seine Freunde machen können. Dann ist es eben der Auftritt von Sirius und Lupin, zwei Charaktere, die ich total gerne habe. Die Dementoren treten das erste Mal auf den Plan und das sind eben auch Wesen, die für mich maßgeblich zu dieser düsteren Stimmung beitragen. Auch die ersten beiden Bände hatten ja ein relativ düsteres Ende, aber trotzdem war so diese Gesamtstimmung recht positiv und lustig und kindlich und überspitzt irgendwie. Und hier in diesem dritten Teil finde ich eben erstmals, dass diese Anwesenheit der Dementoren und ihr Einfluss eben auch auf die Menschen in ihrer Umgebung eine sehr, sehr große Düsternis mit reinbringen, was mir gut gefällt. Es gibt dieses eine Element, was ich nicht so gerne mag. Es hat damit zu tun, dass man Dinge, die geschehen sind, wieder rückgängig machen kann. Ich denke, alle, die Harry Potter gelesen oder die Filme gesehen haben, wissen, was ich meine. Aber auch dieses Element kommt für mich natürlich jetzt nicht mehr überraschend, weil ich die Geschichte ja schon so gut kenne und stört mich mittlerweile auch nicht mehr besonders. Aber es ist eben dieser eine Faktor, den ich nicht so hundertprozentig mag. Ansonsten finde ich diesen dritten Teil wirklich toll. Es ist der erste Teil, der mich auch damals so richtig in die Geschichte hineingezogen hat. Da war ich einfach fasziniert von den Dementoren, von allem, was da so passiert und den Wendungen, die da auch gerade so zum Ende hin geschehen. Das hat mich damals total gepackt und ist eben auch der Grund, warum ich diesen dritten Teil heute noch sehr gerne mag. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin weiterhin sehr, sehr zufrieden mit dieser Hörbuchvariante. Freue mich, dass ich darauf gestoßen bin und muss mich so langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es noch eine Zeit nach den Harry Potter Hörbüchern gibt und ich mir da echt überlegen muss, was ich dann anmache. Denn es ist wirklich die beste Unterhaltung für nebenbei. Danach las ich dann Die letzten Tage in der Nacht von Graham Moore, das ich schon etwas länger auf meinem Sub hatte. Ich habe es mir einmal zum Geburtstag mitgenommen. Meine beste Freundin hat mir ja die Option offen gelassen, mich in der Buchhandlung umzusehen und mir einfach ein beliebiges Buch zu schnappen, das sie mir anschließend schenkt. Und das ist es damals geworden. Es geht nämlich um die Elektrifizierung der USA, also um den Patentrechtsstreit zwischen Thomas Alva Edison und Westinghouse. Im Kern geht es um die Frage, wer hat die Glühbirne erfunden, wessen Patent ist rechtens und wer hat damit eigentlich auch das Monopol auf die Elektrifizierung der USA mit seinen Gerätschaften, was ja nicht weniger bedeutet als Reichtum über Generationen hinweg und eben auch die Tatsache, dass man in die Geschichte eingeht als derjenige, der das elektrische Licht brachte. Und so sind beide Parteien auch bereit, über Leichen zu gehen und alles Mögliche daran zu setzen, diesen Patentrechtsstreit zu gewinnen, der dementsprechend auch als sogenannter Stromkrieg bekannt ist. Und wir begleiten in diesem Buch den Rechtsanwalt von Westinghouse, der sich gerade mit allerhand
Klagen aus der Richtung Thomas Alva Edison herumschlägt, die er im Sinne seines Mandanten abzuschmettern versucht. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, auch langfristig den Patentrechtsstreit gegen Edison zu gewinnen. Und der junge Anwalt merkt relativ schnell, dass er sich da einen sehr, sehr starken Gegner ausgesucht hat und Edison tatsächlich ja zu allem bereit ist, um diesen Patentrechtsstreit zu gewinnen. Und so ist das auf der einen Seite ein sehr, sehr spannendes Buch, in dem ständig irgendwas passiert, weil es einfach unglaublich ist, zu welchen Mitteln beide Parteien bereit sind. Und gleichzeitig habe ich viel gelernt, einfach wie es damals abgelaufen ist. Es war ja auch eine unfassbar spannende Zeit, diese Entdeckung der Elektrizität und ihrer Möglichkeiten. Es war mit sehr, sehr viel Angst verbunden, gerade in der Öffentlichkeit. Und das war natürlich dann auch ein probates Mittel für beide Seiten, um die Massen in ihrem Interesse zu lenken und auch die Medien mit hineinzuziehen. Und ja, es ist einfach so viel passiert in dieser Zeit und wenn es nicht wahr wäre, würde man es kaum glauben. Und so hat dieses Buch völlig zu Recht einen Platz in meinen Jahreshighlights bekommen, denn es war einfach unfassbar gut geschrieben, es hatte eine sehr spannende Thematik, es hat einem noch was beigebracht und es war gut recherchiert. Was soll ich mehr dazu sagen? Danach las ich dann Der Winter unseres Missvergnügens von John Steinbeck. Ich habe euch hierzu auch schon eine Einzelrezension abgedreht. Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher, ob die vor diesem Video online gehen oder nicht. Wie gesagt, es ist ein wenig chaotisch mit meinem Drehplan zurzeit. Auf jeden Fall habe ich mich für dieses Buch interessiert, weil im Klappentext steht, dass es eine Satire auf den Kapitalismus der 1950er Jahre in Amerika sein soll. Und es ist von John Steinbeck, von dem ich ja Von Mäusen und Menschen absolut liebte. Deswegen musste es mit. Wir begleiten hier Ethan, der in einem sizilianischen Supermarkt als Verkäufer arbeitet. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder und eigentlich sein gesamtes Umfeld liegt ihm ständig in den Ohren, dass er doch etwas mehr aus seinem Leben machen könnte, dass er zu mehr fähig ist, als nur als Verkäufer zu arbeiten. Und tatsächlich kommt er auch aus einer Familie, die sehr, sehr viel Reichtum hatte. Und auch Ethan war finanziell schon mal besser dran, aber er verlor sein Geld durch Kapitalanlagen und geht seitdem auch so ein bisschen auf Nummer sicher, traut sich also nicht mehr, einen solchen Weg einzuschlagen, möchte sein bescheidenes Leben führen und ist eigentlich auch ganz zufrieden. Aber gerade seine Frau gibt sich damit nicht zufrieden. Sie erwartet mehr von ihrem Mann. Sie möchte, dass er eine zweite Chance ergreift, dass er irgendwie an Geld kommt und tatsächlich erhält er eines Tages die Chance dazu. Im Kern stellt dieses Buch die Frage, ob es möglich ist, zeitweise unmoralisch zu handeln, um sich einen Vorteil zu verschaffen, um anschließend wieder in sein altes und völlig normales Leben zurückzukehren, ohne dass das Ganze, was man getan hat, einen Makel hinterlässt. Es wird dazu oft das Beispiel genannt, dass man zu reichen Menschen aufsieht oder sie respektiert, obwohl man gar nicht so richtig weiß, wie sie an ihr Geld gekommen sind und es einen eigentlich auch nicht so richtig interessiert, ob sie unmoralisch daran gelangt sind oder nicht. Sie sind reich und werden deshalb bewundert. Ein ähnliches Beispiel ist der Krieg, denn obwohl sich alle darin einig sind, dass man nicht töten darf, wird dieses Gesetz dann doch zeitweise ausgehebelt für den Kriegsdienst und nach dem Kriegsdienst kommen die Soldaten zurück, haben eventuell getötet, sind also Mörder, werden aber nicht als solche angesehen, da sie sich zurückbegeben haben in ihr gutbürgerliches Leben. Und auch da stellt das Buch eben die Frage, ob sich ein Mensch dadurch verändert oder nicht mehr in der Lage ist, moralisch zu handeln, inwiefern das anhaftet und so weiter. Und das finde ich an sich sehr spannend. Das ist auch eine interessante Fragestellung, aber mir hat einfach die Art und Weise nicht gefallen, wie dieses Buch geschrieben ist. Zum einen passiert auf den ersten fast 325 Seiten so gut wie nichts, außer dass sich unser Protagonist allerhand Gedanken macht und in Tagträumen versinkt, sich gewisse Szenarien ausmalt, aber nichts davon tatsächlich passiert. Ein Tag gleicht dem anderen und das war mir einfach, selbst für mich, die ich gar nicht so viel Handlung brauche und mich auch gerne in Gedankenwelten verliere, selbst für mich war das zu wenig Handlung und zu wenig Abwechslung. Im zweiten Teil ging dann alles ganz schnell und für meinen Geschmack auch viel zu schnell. Wenn ich das mit dem ersten Teil vergleiche, da gab es für mich keine Balance. Es ging dann auch in eine sehr dramatische Richtung, die mir nicht so gut gefiel, für mich auch nicht zur Geschichte passte, aber vielleicht dazu passt, dass dieses Buch allerhand Referenzen und Muster enthält, die ich nicht wertschätzen kann. Es geht nämlich einmal Referenzen auf Macbeth, dann auf Moby Dick, über die Artus-Saga und die Mythologie. Und mit all diesen Sachen kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich habe keine Ahnung und dementsprechend konnte ich das Buch vermutlich auch nicht so richtig wertschätzen in seinem Aufbau, denn ich habe es im Nachwort dann so ein bisschen gesehen, wie stark der Aufbau dieses Buches doch an Macbeth erinnert, welche Referenzen da drin stecken, auf was für Bibelzitate, was auf die Artus-Saga hindeutet, was mit der Mythologie zu tun hat und ich habe es einfach nicht verstanden während des Lesens und dementsprechend glaube ich einfach, dass das Buch nicht das Richtige für mich war. Wer sich mit all diesen Dingen auskennt und Interesse an dem Plot hat, dem möchte ich dieses Buch ans Herz legen, für mich war es leider nichts. Und damit kommen wir zu einem Buch, bei dem ich weiß, dass die meisten, die es gelesen haben, es nicht mochten, viele haben es sogar abgebrochen und ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir gefiel es tatsächlich gut. Es geht um Sophia trägt immer schwarz von Paolo Cognetti. Hier geht es tatsächlich um Sophia, wer hätte es gedacht, um ein rebellisches Mädchen, das eine schwierige Kindheit hatte, zu einer noch schwierigeren Jugendlichen wird
und mit der niemand so richtig umzugehen weiß. Sie eckt an, sie rebelliert, sie findet keinen richtigen Halt im Leben und stößt alle möglichen Menschen, die sie in ihrem Leben kennenlernt, auch immer wieder weg. Und ja, davon erfahren wir. Viel mehr gibt es da nicht. Und ich würde auch sagen, dass dieses Buch grundsätzlich keinen Plot besitzt. Man erfährt eben einfach, wie Sophias Leben verläuft. Wir erfahren von ihrer Kindheit, von ihrer Jugend, von ihrem jungen Erwachsenenleben. Wir erfahren aber auch von der Ehe ihrer Eltern, wie sich die beiden kennengelernt haben, was dort vorgefallen ist, wer ihre Eltern überhaupt sind und verstehen dadurch vielleicht auch so ein bisschen, warum sie in der Familie, in der sie aufwuchs, keinen Halt fand. Aber für Menschen, die eben einen Plot brauchen, und das sind ja die allermeisten, die also möchten, dass sich die Geschichte auf irgendetwas hinzubewegt oder entwickelt, die werden mit diesem Buch auf jeden Fall nicht glücklich werden und ich kann daher auch verstehen, dass viele das Buch abgebrochen haben, weil es das eben einfach nicht bietet. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch ein weiteres Problem mit diesem Buch gibt und zwar die Tatsache, dass man gar nicht so viel über Sophia erfährt, zumindest nicht von ihr selbst, denn wir begleiten in den Kapiteln immer andere Personen, die wiederum Sophia kennen und dadurch wird sie charakterisiert. Das führt aber natürlich auch zu einer gewissen Distanz zur Protagonistin, um die es ja eigentlich gehen sollte. Es gibt also allerhand Perspektivwechsel in diesem Buch und die gehen teilweise auch mit einer unterschiedlichen Erzählperspektive einher. Es gibt ja sogar auch ein Kapitel, das aus der Du-Perspektive geschildert ist, womit ja sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben. Ich muss sagen, dass mich Perspektivwechsel nicht stören, solange sie klar voneinander zu trennen sind und hier ist es eben der Fall, dadurch, dass mit jedem Kapitel sich die Perspektive ändern kann und diese dann vielleicht auch eine völlig andere Form hat, aber das kann ich dann ganz gut unterscheiden. Ich mag es nicht so gerne, wenn das innerhalb eines Abschnittes passiert, deswegen hatte ich hier überhaupt keine Probleme und fand das sogar auch spannend und experimentell. Ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit dieser Du-Perspektive, wenn ich mich so ein bisschen hineinfinde und ein Gefühl dafür habe, warum der Autor diese Perspektive wählt. Ich meine, am Ende des Buches auch verstanden zu haben, warum der Autor diesen Weg gewählt hat, also warum dieser Roman so zerstückelt ist und warum wir eigentlich nie aus Sophias Sicht erfahren, wer sie eigentlich ist, sondern immer nur von Personen in ihrem Umfeld und mochte das tatsächlich auch. Also ich fand das gar keine schlechte Idee und für mich hat es auf jeden Fall funktioniert, zumal ich einfach auch die Sprache von Paolo Cognetti total mag und ich war ganz fasziniert davon, dass sein Schreibstil hier so anders ist als in Acht Berge. Also nicht wirklich anders, ich habe seinen Stil schon wiedererkannt, aber zum Beispiel in Acht Berge hatte er sehr, sehr viele landschaftliche Beschreibungen, sehr, sehr tolle Naturbeschreibungen, die dem Buch auch seine spezielle Atmosphäre gegeben haben. Und das bleibt hier komplett aus. Wir haben hier eigentlich überhaupt keine Naturbeschreibung, weil es auch nicht gepasst hätte, weil hier geht es eben um Sophia, hier geht es um das Leben verschiedener Menschen, um die Fehler, die sie machen. Es geht um eine Familie, die eben nicht so richtig funktioniert zusammen und um die Auswirkungen, die das eben auf Sophia hat. Ich fand es tatsächlich total beeindruckend, wie gut Paolo Cognetti das Innenleben der hier beschriebenen Menschen einfangen konnte. Ihre Ängste, Gefühle, ihr Verlangen, ihre Wünsche, alles, was vielleicht schiefgelaufen ist in ihrem Leben und was das mit ihnen macht. Das hat unheimlich gut funktioniert und das hat mich so fasziniert, weil in Acht Berge die beiden Protagonisten sehr, sehr verschlossen sind und man fast kaum an ihre Emotionen herangekommen ist. Und deswegen konnte ich mir kaum vorstellen, dass er das hier drin so gut schafft, aber er schafft es. Und es war für mich wirklich ein tolles Leseerlebnis. Ich kann wegen der eben genannten Punkte aber eben auch total verstehen, warum viele mit diesem Buch nichts anfangen konnten und eben auch Leute, die Acht Berge total mochten, mit diesem Buch nichts anfangen konnten, weil es sich eben doch signifikant unterscheidet in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist und worauf es sich auch sprachlich konzentriert. Deswegen, ja, ist das wie immer und wie so oft bei Büchern absolute Geschmackssache. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war ein bisschen abgeschreckt von den vielen negativen Meinungen, bin aber froh, dass ich dem Buch eine Chance gegeben habe und ja, wie soll ich sagen, ich mochte es. Und damit kommen wir zum letzten Buch aus dem Lesemonat Dezember und das war Im Herzen der Gewalt von Édouard Louis. Es handelt sich um einen autobiografischen Roman, in dem der Autor ein sehr traumatisches Ereignis verarbeitet oder aufarbeitet. Es geht um eine Nacht, in der er einen fremden Mann kennenlernt, diesen mit in seine Wohnung nimmt, einige intime Stunden mit ihm verbringt und am nächsten Tag von ihm mit einer Waffe bedroht wird. Er hatte also zu Recht absolute Todesangst in dieser Situation und es sind dann auch noch andere schreckliche Dinge passiert, die ihn stark traumatisierten und ja, über dieses Erlebnis spricht der Autor hier drin. Er verarbeitet es auch mehr oder weniger mit diesem Buch und zwar auf eine recht spezielle und fast schon masochistische Art und Weise, denn er geht sehr, sehr stark in seine Gefühls- und Gedankenwelt kurz nach dieser Tat. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen, denn ich fand es einerseits beeindruckend, dass er so mutig und so ehrlich über das spricht, was er erlebt hat und auch wie er damit umgegangen ist und da so tief in seine Gefühlswelt hineingeht und andererseits hatte es so ein bisschen was von Selbstgeißelung. Ich fand es ein bisschen anstrengend, dass die Geschehnisse nicht chronologisch erzählt wurden. Also wir erfahren tatsächlich alles, was geschehen ist, aber nicht wirklich in der richtigen Reihenfolge. Und es ist so, dass Édouard Louis in seiner Erzählung auch immer wieder abdriftet, indem ihn irgendetwas, was an diesem Abend oder in dieser Nacht, an diesem Morgen passiert ist, wieder an etwas erinnert, was mit seiner Kindheit zu tun hat. Und dann rollt er erstmal eine Kindheitsgeschichte aus. Und dann kommt er erst wieder zurück an den Punkt, wo er eigentlich
aufgehört hatte. Und das fand ich manchmal ein bisschen anstrengend. Zumal ich eben nicht alle Passagen, die er da so abdriftet, super spannend fand. Es gab einige, die waren wirklich hilfreich, um auch zu verstehen, wer der Autor ist, wie er aufgewachsen ist, dass es da einige Probleme in der Familie gab bezüglich der Homosexualität des Autoren, dass es einfach nicht akzeptiert wurde, dass er außerdem aus sehr einfachen Familienverhältnissen kommt und sich da nie so richtig zugehörig gefühlt hat. Das war durchaus spannend, um zu verstehen, wie er in diese Situation überhaupt hineingeraten ist oder wieso er auf die Art und Weise damit umgeht, wie er es dann tut. Aber das trifft eben nicht auf alle diese Abschweifungen zu und manchmal hätte man sich einfach gewünscht, man würde jetzt endlich mal diese Szene zu Ende erzählt bekommen, ohne dass man ständig wieder in irgendwelche Kindheitserinnerungen zurückspringt. Und neben der Tatsache, dass Edouard Louis eben berichtet, was ihm geschehen ist, wird ein Teil der Geschichte auch tatsächlich nicht von ihm erzählt, sondern von seiner Schwester, die es wiederum ihrem Mann erzählt. Das heißt, sie schildert die Ereignisse überwiegend in wörtlicher Rede, indem sie eben ihren Mann darüber aufklärt, was geschehen ist. Und tut das eben mit einer komplett umgangssprachlichen Art und Weise, die für mich in komplettem Kontrast stand zu der Art und Weise, wie Edouard Louis davon berichtet, weil er hat eine sehr hochtrabende und intelligente Sprache, analysiert, wie gesagt, sehr stark sein Verhalten und seine Gefühle. Und dagegen ist der Bericht, den seine Schwester eben abgibt, total flach, plump und nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit oder Gewicht. Also ich hatte das Gefühl, es wertet das Erlebnis von Edouard Louis ab, wenn sie davon erzählt. Und wahrscheinlich war das gewollt, aber ich fand es unheimlich schwierig, dem zu folgen, weil diese Sprache so unfassbar anstrengend war. Aber es zeigt eben auch so ein bisschen, oder es schimmerte zumindest durch, das Verhältnis der Geschwister. Also es zeigt, dass die beiden eben auch nicht unbedingt in einer liebevollen Beziehung zueinander stehen. Die Art und Weise, wie seine Schwester darüber berichtet, was ihrem Bruder geschehen ist, was für eine schreckliche Nacht er durchgemacht hat und mit welchen Worten sie das ihrem Mann wiederum erzählt, das spricht schon Bände irgendwie. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein Stilmittel war, was er mit reinbringen wollte. Aber es hat mir auf jeden Fall das Lesen dieser Passagen sehr erschwert. Insgesamt gefiel mir das Buch aber sehr gut und mich konnte der Autor eben auch mit seiner Sprache sehr begeistern, weswegen ich mir mal den neuen Roman, der jetzt gerade kürzlich von ihm erschien, etwas genauer ansehen werde. Und damit war es das von meinem Lesemonat Dezember. Ich hoffe, ich werde jetzt so langsam fertig mit den Videos aus dem vergangenen Jahr. Ich wollte euch ja eigentlich noch die Flops für 2018 abdrehen, habe dann aber einfach mal geschaut und gesehen, dass ich gar nicht so viele Flops in diesem Jahr hatte. Ich hatte so ein paar Bücher, die mir einfach nicht so gut gefallen haben, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Bücher der totale Reinfall waren und ich könnte sie vermutlich auch nicht verreißen, also dafür hatten sie dann doch zu viel Gutes. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob sich so ein Flop-Video überhaupt lohnt. Ich mag die tatsächlich auch persönlich am liebsten, wenn man wirklich sich so richtig schön aufregen kann über schlechte Bücher und den Fall hatte ich tatsächlich nicht. Deswegen glaube ich, werde ich darauf verzichten, dieses Video noch abzudrehen und schaue einfach mal, ob das aktuelle Jahr noch ein paar mehr Flops hervorbringt, über die ich mich dann tatsächlich zum Jahresende aufregen kann. Das würde mir persönlich auch besser gefallen als diese gemäßigten Flop-Videos. Lasst mir dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren da und ansonsten freue ich mich auch über alles andere, was ihr mir zu sagen habt, zu den Büchern, die ich euch gerade gezeigt habe oder grundsätzlich und hoffe einfach, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!